Wir begrüßen Sie zur Verkündung der Preisträger des Deutschen Kita-Preises 2020. Aufgrund der besonderen Umstände findet diese in diesem digitalen Format statt. »2020 ist kein Jahr wie jedes andere. Corona hat Deutschland fest im Griff und wir müssen auf vieles verzichten. Es gab lange Zeit keine Fußballspiele. Auch der Besuch auf dem Spielplatz fiel lange Zeit flach. Und es gab keine große Preisverleihung beim Deutschen Kita-Preis. Ja, 2020 ist wirklich ein Jahr voller Entbehrungen. 2020 ist aber auch ein Jahr der Helden und Heldinnen. Denn wir werden uns bewusst, wie viele davon in unserem direkten Umfeld wirken. Und wie schwierig es wird, wenn sie das plötzlich nicht mehr tun. Deswegen soll der Deutsche Kita-Preis unbedingt auch 2020 verliehen werden. Und das tun wir in der folgenden digitalen Awardshow. Denn auch die 20 Kitas und Bündnisse im Finale des Deutschen Kita-Preises leben von den Taten dieser Alltagsheldinnen und Helden. Um sie soll es heute gehen. Denn ihre Geduld wurde dieses Jahr auf eine harte Probe gestellt. Dranbleiben lohnt sich übrigens bis ganz zum Schluss, denn da haben wir eine faustdicke Überraschung parat. Deutscher Kita-Preis! Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Preisverleihung. Mein Name ist Sven Lorik. Ich habe selber drei Kinder und bin mit ihnen aufgeregt, wer denn nun gewinnen wird. Seit Anfang des Jahres hoffen 10 Kitas und 10 Bündnisse auf eine Auszeichnung beim Deutschen Kita-Preis 2020. Jetzt endlich ist es soweit. Das Warten hat ein Ende. Jetzt küren wir die Preisträger in den beiden Kategorien Kita des Jahres und lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres. Die beiden Erstplatzierten können sich auf jeweils 25.000 Euro freuen. Zudem wird es pro Kategorie 4 Zweitplatzierte geben. Sie erhalten jeweils 10.000 Euro. Und eine der Kitas bekommt den Elternsonderpreis. Jetzt kann es endlich losgehen beim digitalen Deutschen Kita-Preis 2020. Und es dauert auch gar nicht mehr so lange, dann wissen wir, welcher unserer Finalisten sich als erstes über diese Trophäe hier freuen kann. Vorher haben wir aber noch eine ganz besondere Videobotschaft für Sie von der Bundesfamilienministerin. Hier ist Frau Dr. Franziska Giffey. Herzlich willkommen auch von mir. Ich grüße Sie herzlich an den Bildschirmen zu dieser ungewöhnlichen Preisverleihung. Normalerweise in einem großen Veranstaltungssaal hört man jetzt schon die Spannung knistern. Aber was ist in diesem Jahr schon normal? Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage keine Preisverleihung in Berlin durchführen, um die Arbeit der diesjährigen Finalistinnen und Finalisten mit dem Deutschen Kita-Preis zu würdigen. Dabei sehen wir gerade jetzt, wie wichtig gute Kitas sind. Sie sorgen dafür, dass Medizinerinnen, Supermarktverkäuferinnen, Pflegerinnen und Pfleger, Polizistinnen den Laden am Laufen halten können. Sie sorgen dafür, dass unsere Jüngsten gut behütet aufwachsen und individuell gefördert werden. Sie sorgen dafür, dass es jedes Kind packt. Gute Kitas sind Orte, wo Kinder gerne hingehen, weil dort Menschen arbeiten, die sie inspirieren und bestärken, an die eigenen Talente glauben, mit ihnen eine gute Zeit verbringen. In den Kitas werden die ersten Kapitel der Erfolgsgeschichten unseres Landes geschrieben. Die Arbeit, die dort überall im Land geleistet wird, ist niemals eine Selbstverständlichkeit. Denn wir brauchen gute Kitas. Und gute Kitas brauchen uns und unseren Rückenwind. Heute stehen die Kitas im Fokus. Und mit ihnen all diejenigen, die in anderen Organisationen oder in der Verwaltung dafür sorgen, dass Kitas exzellente Arbeit leisten können. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend hier beim digitalen Deutschen Kita-Preis 2020. Ermutigende Worte von unserer Bundesfamilienministerin. Doch nicht nur ihr war es wichtig, Ihnen allen, insbesondere unseren Finalisten, heute auf diesem Weg eine Botschaft zukommen zu lassen. Auch die Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung freut sich,
dass wir die Preise auf diesem Wege vergeben. Schalten wir jetzt zu ihr, ins Schloss Bellevue nach Berlin, zu Elke Büdenbender. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Finalisten und Finalistinnen. Als Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Preisverleihung. Leider nicht im festlich geschmückten Saal in Berlin, sondern überall im Land. An Ihren Schreibtischen, in Ihrer Kita, draußen im Garten oder in Ihrem Zuhause. Letztere sind die Orte, an denen viele Eltern mit ihren Kindern in den letzten Wochen anzutreffen waren und manche noch sind. Noch nie wurden Sie, liebe Fachkräfte und Kita-Teams, und Ihre Arbeit so schmerzlich vermisst wie in den vergangenen Monaten. Die Covid-19-Pandemie verändert viele Perspektiven auf das, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Und dazu gehört selbstverständlich auch Ihre Arbeit. Wirklich wichtig ist für uns alle die ausgezeichnete Qualität, mit der Sie jeden Tag an Ihre Arbeit gehen. An die Arbeit mit unseren Kindern, für unsere Zukunft, denn unsere Kinder sind unsere Zukunft. Die Kinder haben ein Recht auf Schutz, auf Förderung und Beteiligung. Das verwirklichen Sie in den Kitas und an den weiteren Lernorten für Kinder, in Städten und Gemeinden deutschlandweit. Über 1500 Bewerbungen für diesen Preis zeigen, dass sehr viele Einrichtungen und Bündnisse eine hohe Qualität bieten. Dabei ist es die Summe vieler Details, die Qualitätsarbeit in der frühkindlichen Bildung auszeichnet. Qualität hat eben ganz viele Gesichter. Es sind beeindruckend viele lebenskluge und engagierte Frauen und Männer, die den Unterschied machen, die eine Kita gut machen und Kinder glücklich. Einige werden Sie gleich kennenlernen, andere kennen Sie schon aus Ihrer Kita oder aus Ihrem Bekanntenkreis. Als Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung darf ich nun bereits zum dritten Mal bei der Verleihung des Deutschen Kita-Preises dabei sein. Jedes Jahr war ich wieder beeindruckt davon, welche Ideen Sie haben und was Sie leisten. Deshalb möchte ich Ihnen von ganzem Herzen Danke sagen. Danke und bitte machen Sie weiter so. Wir alle. Unsere Kinder, die Eltern, ja die ganze Gesellschaft brauchen Sie. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Büdenbender. Viele von Ihnen wissen es vielleicht bereits, der Deutsche Kita-Preis wurde vor 3 Jahren vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung initiiert. Damit die Auszeichnung aber Jahr für Jahr übergeben werden kann, braucht es die Unterstützung weiterer Partner. Dafür haben wir glücklicherweise die Heinz- und Heide-Dürr-Stiftung an unserer Seite, die Gisela-Storrer-Stiftung, die Karg-Stiftung, das Magazin Eltern, den Didakta-Verband. Sie tragen alle immens dazu bei, dass wir gute Kita-Qualität auch in diesem Jahr sichtbar machen können. Hierfür auch von dieser Stelle aus ein riesengroßes Dankeschön. Dass wir aber unsere Preisträger heute küren können, das verdanken wir nicht nur den Initiatoren und Partnern des Preises. Was braucht man noch? Richtig, eine Jury, die entscheidet, wer bekommt denn nun die Preise? 18 Frauen und Männer bilden die Jury des Deutschen Kita-Preises. Ja, und auch sie standen plötzlich vor diesem Corona-Problem. Und wie Schüler beim Homeschooling vor dem Bildschirm sitzen oder Mama und Papa beim Homeoffice, so hat auch die Jury-Sitzung erstmals als Videokonferenz stattgefunden. Unsere Jury 2020. Eine 18-köpfige Jury wählt aus den Finalisten des Deutschen Kita-Preises 10 Preisträger aus. Jedes Jurymitglied bringt durch sein umfangreiches Fach- und Praxiswissen unterschiedliche Perspektiven auf Qualität in die Auswahl ein. Die Jury vertritt Sichtweisen der Kita-Praxis sowie ihrer Träger, der Eltern, der kommunalen Praxis, der Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und der Zivilgesellschaft.
Die Jury des Deutschen Kita-Preises setzt sich aus 18 Menschen zusammen, die ganz unterschiedliche Professionen, einen ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergrund mitbringen. Und es zeichnet sie aus, dass also wirklich jedes Argument gewürdigt wird, dass man den Diskurs zulässt. Und insofern ist es eine sehr professionelle, eine sehr zugewandte und eine sehr kluge Jury. Es war für die Jury durchaus herausfordernd zu akzeptieren, dass in diesem Jahr die Jury-Sitzung digital stattfinden würde. Jeder, der in der Jury im letzten Jahr mitgearbeitet hat, hatte die Erinnerung einer freudvollen Atmosphäre, der Zugewandtheit untereinander. Und man hatte irgendwie doch Sorge, dass durch dieses digitale Format Substanz verloren gehen würde. Umso wunderbarer war es, dieses Format zu wählen und dass wir in einer sehr konzentrierten Art und Weise, aber nicht weniger freudvoll, miteinander diskutiert haben und wirklich zu sehr guten Ergebnissen gekommen sind. Für die 18 Jurymitglieder war es eine wirklich herausfordernde und umfangreiche Arbeit. Schließlich musste jeder fast 1000 Seiten durcharbeiten, um für die Finalisten am Ende ein gutes Ergebnis herauszuarbeiten. Wenn unser Motto Qualität hat viele Gesichter stimmt, dann können Sie sich vorstellen, dass jeder dieser Anträge, jede Kita Besonderheiten hat und dass man jedem gerecht werden wollte. Und das war eine große Arbeit. Für mich war es eine riesengroße Freude, mit dieser Jury zusammenzuarbeiten, die so zugewandt und mit so großer Klugheit am Ende eine Entscheidung herbeigeführt hat, die allen angemessen ist. Ich möchte endlich mal wissen, wer den Kita-Preis gewinnt. Ich auch. Ja, da ist schon jemand sehr gespannt darauf, wo die erste Auszeichnung heute hingeht. Deshalb wollen wir sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt küren wir die ersten Preisträger des heutigen Abends. Die erste Kategorie ist lokales Bündnis für frühe Bildung. Im Finale sind 10 Initiativen aus ganz Deutschland, die die Arbeit in Kitas unterstützen und Kinder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Schauen wir uns mal an, woher die alle kommen. Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres. In Mecklenburg-Vorpommern wirkt das lokale Bündnis für Familie Ückerando aus Torgelow. Aus Hessen kommt das Förderbündnis Familienzentrum Königsberg in Biebertal. Und das Bündnis Qualität vor Ort in Oberursel. Aus Baden-Württemberg. Die Qualitätsoffensive. Auf den Anfang kommt es an. In Emmendingen. Rheinland-Pfalz drückt die Daumen für das Bündnis Fidibus Mobile inklusive Familienbildung für alle in Trier. Aus Niedersachsen kommt das Perlennetzwerk in Walsrode und der Vogelparkregion im Heidekreis. Und Sachsen-Anhalt ist mit dem Netzwerk Elementare Bildung inklusiv aus Halberstadt im Finale dabei. Aus der Hauptstadt steht im Finale das Bildungsnetz Heerstraße Nord AG Frühe Förderung in Spandau. Aus Bayern sind dabei das Kinder- und Jugendhaus Dorfen. Und das Bündnis Aus der Gereuth für die Gereuth in Bamberg. Zehn Bündnisse im Finale, 5 von ihnen werden wir heute auszeichnen. 4 Preisträger können sich als Zweitplatzierte über jeweils 10.000 Euro freuen. Und ein Bündnis wird heute auf dem ersten Platz landen und mit sage und höre 25.000 Euro ausgezeichnet. Legen wir los. Starten wir mit der Vergabe der zweiten Plätze in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres. Und
unsere erste Auszeichnung heute geht an ein Bündnis, das im Osten Deutschlands aktiv ist. Sie geht in eine große Stadt, genauer gesagt in die größte Stadt Deutschlands. Ein zweiter Platz der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres. Und ein Preisgeld von 10.000 Euro geht an das Bildungsnetz Heerstraße Nord AG Frühe Förderung in Berlin-Spandau. Herzlichen Glückwunsch. Ganz im Westen Berlins, im Spandauer Ortsteil Staaken, gibt es eine historische Festungsanlage, ein buntes Wohngebiet und starke Familien, die vom Bildungsnetz Heerstraße Nord AG Frühe Förderung profitieren. In der Bündniskategorie belegt die Initiative einen zweiten Platz und erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro. Hier in Berlin-Spandau arbeiten verschiedene Akteure Hand in Hand, um die Chancen aller Kinder zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen jene, die besondere Förderung brauchen, die ganz Kleinen. Sie und ihre Eltern werden unbürokratisch unterstützt und vernetzt. Nicht nur in der Kita, sondern von Geburt an. Mit niedrigschwelligen Angeboten für alle Familien. Vorbildlich, findet die Jury. Die Expertinnen und Experten loben, dass die Arbeit des Bündnisses sehr früh ansetzt, die Familien über einen langen Zeitraum begleitet und die Lebenschancen der Kinder so nachhaltig verbessert. Das zielorientierte Zusammenwirken des großen und multiprofessionellen Netzwerkes führt zu innovativen und effektiven Lösungen. Beeindruckt sind die Juroren und Jurorinnen auch von dem unbeirrbaren Engagement der Akteure für Teilhabe und Chancengleichheit aller Kinder eines Stadtteils mit besonderen Herausforderungen. Der ganzheitliche und gleichzeitig niedrigschwellige Ansatz bietet Familien wirkungsvolle Hilfe zur Selbsthilfe. Gratulation nach Berlin-Spandau. Ich kann es jetzt hier im Studio nicht hören, aber viele Berlinerinnen und Berliner werden sich gerade wundern, was sind denn das für Freudenschreie in Spandau? Ja, der Deutsche Kita-Preis macht's möglich. Und es darf weiter geschrien und sich gefreut werden. Reisen wir direkt weiter zum nächsten Zweitplatzierten. Es verschlägt uns nach Süddeutschland, zu einem Bündnis, das sich für ein gutes Zusammenleben vor Ort einsetzt. Dieses Bündnis finden wir in Bayern, genauer gesagt rund 50 Kilometer von München entfernt in Dorfen. Ein weiterer mit 10.000 Euro dotierter zweiter Platz geht an das Kinder- und Jugendhaus in Dorfen. Meine herzlichsten Glückwünsche. In Oberbayern liegt eine Stadt namens Dorfen, in der rund 15.000 Menschen leben. In Dorfen ist vieles bemerkenswert. Hier gibt es zum Beispiel eine Wallfahrtsstätte, zu der sich jedes Jahr viele Pilger auf den Weg machen. Ein Bahnhof, der vom Orient-Express passiert wurde. Und ein Kinder- und Jugendhaus, das sich dafür einsetzt, dass alle hier einen guten Start ins Leben haben. Ein zweiter Platz in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres und 10.000 Euro gehen an das Kinder- und Jugendhaus Dorfen. In dem Bündnis arbeiten Kitas, Schulen, Ehrenamtliche, soziale Einrichtungen, Politik und Verwaltung gemeinsam daran, dass die jungen Dorfener und Dorfenerinnen gut aufwachsen. Und zwar unabhängig davon, wo ihre Heimat liegt, wie ihre Familien leben oder ob sie besondere Herausforderungen mitbringen. Die Bündnispartner organisieren Aktionstage, Workshops oder Cafés für Kinder und Eltern. Die Kitas im Bündnis arbeiten außerordentlich eng zusammen. Bei der Vergabe von Kita-Plätzen prüfen die Einrichtungen zum Beispiel gemeinsam, wo das betreffende Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen am besten aufgehoben ist. Und auch Einstellungsgespräche führen die neuen Kita-Leitungen im Dorfener Bündnis gemeinsam. Das hat seinen Grund, denn die verschiedenen Kita-Teams unterstützen sich auch gegenseitig mit ihren spezifischen Kompetenzen. Eine so enge Zusammenarbeit begeistert auch die Jury des Deutschen Kita-Preises. Sie ist besonders davon beeindruckt, wie sehr die Akteure im Bündnis als Einheit agieren. Die Juroren und Jurorinnen sagen zudem, das Bündnis arbeitet breit und professionell aufgestellt. Vielfältige Akteure aus Ehrenamt, Fachwelt und Politik wirken eng zusammen. Laut unserer Jury lebt das Bündnis Inklusion in vorbildlicher Weise. Das gelingt, weil es stets nach passgenauer Unterstützung sucht. Das Bündnis lässt sich unserem Auswahlgremium zufolge auch immer wieder auf neue Themen ein. Es engagiert sich zudem politisch. Auch darin zeigt sich die besonders gelungene Mischung aus zivilgesellschaftlichem Engagement und professioneller Steuerung. Herzlichen Glückwunsch an das Kinder- und Jugendhaus in Dorfen. Die ersten beiden unserer 10 Finalistenbündnisse feiern wahrscheinlich schon. Viel Spaß dabei. 8 andere stehen immer noch unter Hochspannung. Aber eins ist ja klar,
Alle leisten tolle Arbeit. Sie haben es in die Top 10 geschafft, die Besten von Deutschland. Wer kann das schon von sich behaupten? Das ist ja nicht nur meine Meinung, das sehen viele andere Menschen genauso. Und sie haben unseren Finalisten die folgenden digitalen Postkarten geschickt. Schaut mal, wer uns alles grüßen möchte. Liebe Finalistinnen und Finalisten des Deutschen Kita-Preises, ich möchte euch eigentlich nur ein Wort mitgeben und das kann man gar nicht oft genug sagen, und zwar danke. Danke dafür, dass ihr unseren Kindern das mitgebt, was sie für ihre Zukunft brauchen. Als Vater von 4 Kindern weiß ich die Arbeit von Kitas mehr als zu schätzen. Und ich finde es großartig, dass es diesen hervorragenden Preis gibt. Ich gratuliere allen Nominierten. Herzlichen Glückwunsch. Gerade in Corona-Zeiten wird wieder einmal deutlich, wie wichtig Kinderbetreuung ist. Für Eltern und Kinder. Papa! Danke für eure tolle Arbeit in den Kitas. Liebe Kita-Finalistinnen, liebe Erzieherinnen landesweit, vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ohne euch wäre die Mark nur noch 10 Pfennig wert. Und das meine ich ernster, als es sich anhört. Herzlichen, herzlichen Dank. Gerade diese Krise zeigt besonders plastisch, wie wichtig eine hochwertige und funktionierende Kindertagesbetreuung für alle ist. Vielen herzlichen Dank. Sie sehen, gute frühe Bildung, Betreuung und Erziehung liegt vielen Menschen in unserem Land am Herzen. Danke an alle, die uns einen Gruß geschickt haben. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Preisverleihung. Wir wollen eine weitere dieser engagierten Initiativen näher kennenlernen. Wir wollen einen weiteren zweiten Platz vergeben. Wir sind immer noch in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres. 2 zweite Plätze haben wir noch übrig. Wer kann sich über die nächste Auszeichnung freuen? Es ist ein Bündnis, das viele Grenzen erfolgreich überschreitet. Bildungs-, Generationengrenzen, aber auch Ländergrenzen. Dieses Bündnis ist ganz im Osten Mecklenburg-Vorpommerns aktiv. Ein weiterer 2. Platz und 10.000 Euro gehen an das Lokale Bündnis für Familie, Ökarando in Torgelow. Ich gratuliere. An der deutsch-polnischen Grenze befindet sich die Kleinstadt Torgelow. Hier gibt es ein mittelalterliches Museumsdorf, viele denkmalgeschützte Bauten wie die Christuskirche zu Torgelow und ein Bündnis, das sich für Kinder und ihre Rechte stark macht. Ein 2. Platz in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres und somit 10.000 Euro gehen an das Lokale Bündnis für Familie Ökarando aus Torgelow. Die zahlreichen Bündnispartner entwickeln gemeinsam Projekte, mit denen sie dem demografischen Wandel entgegenwirken und Kinder aktiv am Gemeinwesen beteiligen. Hier werden die Ideen der Kinder ernst genommen. Sie haben in Torgelow schon einen Spielplatz gestaltet und eine Kräuterschnecke gebaut. Die Zusammenarbeit mit einer polnischen Kita fördert Weltoffenheit und Freundschaften über Landesgrenzen hinweg. Und auch für die Kinderrechte auf Bewegung und Ernährung macht sich das Bündnis stark. Zum Beispiel mit einer mobilen Bewegungsbaustelle oder mit Projekten, in denen sich Kinder und Familien mit der Bedeutung von gesunder Ernährung auseinandersetzen. So viel Engagement hat auch unsere Jury beeindruckt. Sie lobt, wie unermüdlich das Bündnis aus zivilgesellschaftlicher Kraft und mit wenig Unterstützung ein Zeichen für die Gegenwart und Zukunft der Kinder in der Region setzt. Das Lokale Bündnis für Familie Ökarando macht sich so in einer herausfordernden Umgebung stark für Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Demokratie. Es bezieht viele Akteure bedarfsorientiert ein und entwickelt pragmatische, unmittelbare und aktionsbezogene Lösungen. Die Juroren und Jurorinnen betonen, dass das Bündnis dabei nah dran an den Familien und Kindern vor Ort sei und gleichzeitig über den eigenen Tellerrand schaue, um sich neue Impulse zu holen. Herzlichen Glückwunsch nach Torgelow! Einen haben wir noch. Ein weiterer 2. Platz in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres steht noch aus. Und um zu sehen, an welches Bündnis er geht, reisen wir nun von der Ostsee an einen Ort, der ist auf jeden Fall von Bergen umgeben. Und vielleicht kommt Ihnen dieses Bündnis bekannt vor. Es stand nämlich schon im vergangenen Jahr im Finale des Deutschen Kita-Preises. Der Entwicklungssprung, den es seitdem gemacht hat, ist unserer Jury nicht verborgen geblieben.
Ein zweiter Platz und 10.000 Euro gehen an das Förderbündnis Familienzentrum Königsberg aus Biebertal. Herzlichen Glückwunsch. In der Gemeinde Biebertal im hessischen Landkreis Gießen findet man den Dünsberg mit seinen zwei Türmen, die Ruine der Burg Wetzberg und ein außerordentlich engagiertes Familienzentrum. Das Förderbündnis Familienzentrum Königsberg aus Biebertal kann sich ab heute über einen zweiten Platz in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres und über 10.000 Euro freuen. Um die Kita im Ortsteil Königsberg zu sichern, haben die Mitarbeitenden und Eltern sie gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft zu einem Familienzentrum weiterentwickelt. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass das Bündnis seine Angebote auch für die Familien in den umliegenden Orten öffnet. Ob jung oder alt, die ganze Dorfgemeinschaft beteiligt sich. Die Zusammenarbeit und das bürgerschaftliche Engagement sind bemerkenswert. Dadurch erleben die Kinder hautnah, was die Natur alles zu bieten hat und lernen lokale Traditionen kennen. In Biebertal wird der Ausbau von Bildungsangeboten mit der Dorfentwicklung verbunden. Was für eine starke Gemeinschaft! Die Jury ist beeindruckt, wie die Gemeinschaft erst die Kita und mit ihr das ganze Dorf durch demokratische Prinzipien und bürgerschaftliches Engagement zu ihrem eigenen Lebensprojekt gemacht hat. Das zivilgesellschaftliche Handeln hat in dem kleinen Sozialraum große Wirkung entfaltet. Das Bündnis ist damit ein wichtiges Vorbild für Kinder und Jugendliche und zeigt auf, wie Teilhabe ermöglicht wird. Die Jury lobt die feste Verankerung im gesamten Dorf. Durch das ehrenamtliche Engagement gibt es vielfältige und niedrigschwellige Bildungsangebote für alle Beteiligten. Das Auswahlgremium sieht einen deutlichen Entwicklungssprung seit der Teilnahme beim Deutschen Kita-Preis im letzten Jahr und ist begeistert, wie das Feedback umgesetzt wurde. Wir gratulieren der Gemeinde Biebertal. Puh, damit haben wir alle vier zweiten Plätze in unserer ersten Kategorie heute Abend vergeben. Sechs Finalisten bleiben danach übrig. Für euch, für sie habe ich eine gute und vermutlich eher so eine semi-gute Nachricht. Zunächst mal die gute. Alle sechs sind immer noch im Rennen um 25.000 Euro und um den ersten Preis in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung. Die vermutlich eher so semi-gute Nachricht ist, wir machen es spannend. Sie müssen sich noch ein kleines bisschen gedulden, bis wir den Erstplatzierten bekannt geben. Vorher nämlich schauen wir in die zweite Kategorie. Auch da haben wir Preise zu vergeben. Die zweite Kategorie ist Kita des Jahres. Auch in der Kategorie Kita des Jahres stehen 10 Einrichtungen aus ganz Deutschland im Finale. Sie alle leisten auch unter den besonderen Bedingungen in der Corona-Pandemie hervorragende Arbeit. Ihre ganze Stärke haben sie uns aber im Normalbetrieb gezeigt. Anfang des Jahres hat jeder einzelne ja Besuch bekommen von einem Expertenteam des Deutschen Kita-Preises. Schauen wir mal, welche Einrichtungen das sind, die heute Kita des Jahres 2020 werden wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind unsere 10 Finalisten. Kita des Jahres. Ganz Niedersachsen fiebert mit. Der Pinguin-Kindertagesstätte Aurich mit. Und Schleswig-Holstein ist heute Abend mit der inklusiven Wabe-Kita Launburg im Finale dabei. Hamburg ist mit der Lorenzini-Kunst-Kita Strese aus Altona an Bord. In Baden-Württemberg steht der Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal aus Benningen am Neckar. Aus dem Saarland ist heute die Kita St. Bartholomäus Klarental aus Saarbrücken dabei. Aus Nordrhein-Westfalen ist die Kita Glückspilz aus Brakel-Frohnhausen dabei. Sachsen-Anhalt drückt die Daumen für die Kita Güstener Spatzen aus Güsten. In Sachsen hofft man in der Kita Rehefelder Straße in Dresden auf eine Auszeichnung.
Berlin im Finale dabei. Die CJD-Kita Stupse und Fridolin aus Spandau. Aus Hessen kommt der Waldkindergarten Waldfüchse aus Lich. Zehn hervorragende Kindertagesstätten aus allen Ecken Deutschlands. Wo geht wohl unsere erste Auszeichnung hin? Ich kann schon mal verraten, dass sie an eine Stadt an der Elbe geht, im hohen Norden der Republik. In der Kita, um die es geht, werden mit Sicherheit alle Kinderwünsche wahr. Ein zweiter Platz in der Kategorie Kita des Jahres und damit 10.000 Euro geht an die inklusive Wabe-Kita in Lauenburg an der Elbe. Gratulation! Im Norden unseres Landes befindet sich die Schifferstadt Lauenburg. Hier gibt es zum Beispiel eine sehenswerte Altstadt direkt an der Elbe, auf der historische Dampfschiffe fahren. Und ein echtes Kinderparadies. Ein zweiter Platz in der Kategorie Kita des Jahres geht an die inklusive Wabe-Kita in Lauenburg an der Elbe. Sie kann sich jetzt über 10.000 Euro freuen. In dieser Kita aus Schleswig-Holstein können die Kinder jeden Tag selbst bestimmen, wo sie den Tag verbringen wollen. Ob im Kunst- oder im Bewegungsraum, in den verschiedenen Werkstätten oder draußen im Wasser- und Matschbereich. Hier werden alle Kinderwünsche wahr. Die Beteiligung der Kinder wird in der Kita aus der Schifferstadt großgeschrieben. Es gibt eine Kita-Verfassung und einen Kinderrat, der zum Beispiel auch bei der Baubesprechung für die Renovierung der Bäder mitbestimmt. Das hat auch die Jury beeindruckt. Sie hebt besonders hervor, dass das Team stets nach geeigneten und bedarfsorientierten Lösungen für die individuelle Förderung und Begleitung der Kinder sucht. Die Jury lobt auch die Flexibilität, mit der Familien und ihre Bedürfnisse in der täglichen Arbeit berücksichtigt werden. Eltern werden erweiterte Öffnungszeiten und individuelle Zeitmodelle angeboten. Die Beteiligung von Kindern und die Umsetzung von Kinderrechten sind tief in die Konzeption der Einrichtung verankert und mit einem umfassenden Inklusionsverständnis verbunden. Die konsequente Zusammenarbeit von Eltern, Kindern, Fachkräften, Leitung und Träger macht die inklusive Wabe-Kita in Lauenburg zu einem herausragenden Beispiel eines kind- und qualitätsorientierten kompetenten Systems. Herzlichen Glückwunsch nach Lauenburg! Während in Lauenburg gejubelt wird, verlassen wir den hohen Norden, um eine nicht weniger interessante Einrichtung kennenzulernen. Auch sie belegt einen zweiten Platz in der Kategorie Kita des Jahres. Hier wird alles dran gesetzt, die Kinder beim Verwirklichen ihrer Ideen zu unterstützen. Um diese Kita kennenzulernen, richten wir den Blick nach Ostdeutschland, aber wir bleiben an der Elbe. 10.000 Euro und ein weiterer zweiter Platz gehen nach Dresden an die Kita Rehefelder Straße. Herzlichen Glückwunsch. Fast 560.000 Menschen wohnen in Dresden, der Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen. In Dresden gibt es viele erstaunliche Sachen. Zum Beispiel eine Oper, in der auch Bälle stattfinden, eine Frauenkirche, in die auch Männer rein dürfen und eine Kita, die sich die Vermittlung demokratischer Grundwerte zum Ziel gesetzt hat. Ein zweiter Platz in der Kategorie Kita des Jahres und 10.000 Euro gehen an die Kita Rehefelder Straße in Dresden. In dieser Kita arbeiten Möglichmacher und Möglichmacherinnen. Egal ob ein Eishockeyfeld auf der Terrasse, ein Trickfilmstudio oder der Kampf gegen das Müllmonster. Die Mitarbeitenden geben alles, damit die Ideen der Kinder in ihrer Einrichtung Realität werden können. Dafür holen sich die Möglichmacherinnen und Möglichmacher aus der Rehefelder Straße auch schon mal Unterstützung aus der Nachbarschaft. Zum Beispiel dann, wenn die Kinder plötzlich coole Breakdance-Moves lernen wollen. So viel Einsatz übersieht auch die Jury beim Deutschen Kita-Preis nicht. Sie lobt, wie sehr die Kinder hier in ihrer Vielfalt wahr und ernst genommen werden. Entscheidungsfreiheit und Freiwilligkeit sind zentrale Merkmale der pädagogischen Arbeit in der Kita, die auf die individuelle Entwicklung und Begleitung aller Kinder ausgerichtet ist, so die Juroren und Jurorinnen. Die Jury hebt auch hervor, wie demokratische Grundwerte in der Kita vermittelt werden. Die Kinder lernen auf beeindruckende Weise, sich für die Gesellschaft und die Umwelt einzusetzen. Und sie erfahren, dass sie so etwas bewegen können. Zudem betont unser Auswahlgremium, dass das Team Feedback von Kindern und Eltern konsequent für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit nutzt.
Die Freude und der Wille, sich weiterzuentwickeln, sei bei allen Fachkräften sehr stark ausgeprägt. Wir senden herzliche Glückwünsche in die Rehefelder Straße nach Dresden. Insgesamt 6 Preisträger aus ganz Deutschland haben wir schon gefeiert beim Deutschen Kita-Preis 2020. Bei 6 Bündnissen und 8 Kitas steigt dagegen die Spannung immer weiter. Eine Pause bei der Preisvergabe wird das sicher nicht besser machen. Wir machen sie trotzdem. Denn gerade erreichen uns weitere digitale Postkarten von Menschen, die Ihnen etwas sagen wollen. Bitte schön. Der Deutsche Kita-Preis. Danke an alle Finalisten. Gerade jetzt in Corona-Zeiten wird wieder einmal deutlich, wie wichtig Kinderbetreuung ist. Für die Kinder und für die Eltern. Der Deutsche Kita-Preis. Danke an alle Finalisten. Ich möchte allen Preisträgern gratulieren. Ich möchte allen Nominierten gratulieren. Und ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die Tag für Tag diese Arbeit da draußen verrichten. Nämlich junge Menschen dabei zu begleiten, zu stabilen, liebevollen, gesunden Wesen heranzureifen. Fantastisch. Was ganz Wertvolles geben. Mein Dank und einen schönen Abend. Liebe Kita-Mitarbeiterinnen und Kita-Mitarbeiter, vielen Dank für eure unglaublich wichtige und wertvolle Arbeit. Und liebe Initiatorinnen und Initiatoren des Kita-Preises, vielen Dank, dass ihr dieser Arbeit die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient. Kinder sind nicht nur unsere Lieblinge, sondern auch unsere Zukunft. Deswegen ist eine frühe Bildung und eine tolle Erziehung sehr, sehr wichtig. In den Kindertagesstätten und dass die Kinder dort auch gut betreut sind und die Eltern in aller Ruhe und beruhigt arbeiten können. Also, Kitas sind so, so wichtig. Also, deswegen, Gratulation! So viel Zeit muss sein, denn alle Finalisten Kitas, die heute Abend mitfiebern, machen fantastische Arbeit. Den Platz unter den besten 10 kann ihnen keiner mehr nehmen. Aber 3 von Ihnen werden es heute Abend noch unter die besten 5 schaffen. Deshalb reisen wir schnell zur nächsten Einrichtung, die sich über einen 2. Platz in der Kategorie Kita des Jahres freuen darf. Hier können die Kinder ihren Ideen und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Von welcher Kita spreche ich? Sie befindet sich an einem Ort, der direkt am Wasser liegt. Und doch ist die Küste mehr als nur ein Katzensprung entfernt. Wir reisen in den Süden Deutschlands. Ein 2. Platz und 10.000 Euro gehen nach Benningen am Neckar. Herzlichen Glückwunsch an den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal. In der Nähe von Stuttgart liegt die Gemeinde Benningen am Neckar. An den steilen Hängen des Flusses wird seit jeher Wein angebaut. Und im Neckarparadies, einem künstlich geschaffenen Seitenarm, fühlen sich viele Tiere wohl. Zum Beispiel der seltene Eisvogel. Und auch für Kinder gibt es hier einen Ort zum Wohlfühlen. Der Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal aus Benningen am Neckar belegt einen 2. Platz in der Kategorie Kita des Jahres und kann sich über 10.000 Euro freuen. In dieser Einrichtung aus Baden-Württemberg können die Kinder jeden Tag neue Ideen entwickeln und selbstbestimmt entscheiden, was sie machen möchten. Ihre Ideen münden in spannenden Projekten. Hier haben die Kinder schon eine eigene Band gegründet, Filmdrehs durchgeführt und sich für ein Baumhaus in der Eingangshalle stark gemacht. Doch gute Aussichten haben die Kinder nicht nur vom Baumhaus. Das Kita-Team arbeitet nach dem offenen Konzept. In verschiedenen Funktionsbereichen wie einer Werkstatt, einem Atelier, einem Rollenspielzimmer oder einem Kinderbüro können die Kinder viel entdecken und lernen. Ein richtiger Ort zum Wohlfühlen. Das findet auch die Jury beim Deutschen Kita-Preis. Sie ist beeindruckt von dem entspannten und freundlichen Miteinander, bei dem das Wohl, die Interessen und die Selbstbestimmung der Kinder im Mittelpunkt stehen. Die Ideen der Kinder münden in spannenden Forschungs- und Kreativprojekten, in die die Fachkräfte eine Vielfalt an anregenden Bildungsimpulsen einbringt. Die Jury lobt auch das Interesse an den Lebenswelten der Familien und wie sehr die Zusammenarbeit mit den Eltern in den letzten Jahren weiterentwickelt wurde. Der Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal ist stark in die Gemeinde eingebunden und vernetzt sich aktiv mit anderen Einrichtungen. Seine Ressourcen kommen den Kindern und Familien, aber auch dem Sozialraum und anderen Kitas zugute. Herzlichen Glückwunsch nach Benningen am Neckar! Ich bin mir sicher, in Baden-Württemberg geht jetzt gerade die Post ab. Währenddessen machen wir uns wieder reisefertig und düsen etliche Kilometer weiter, denn einen 2. Platz in der Kategorie Kita des Jahres dürfen wir noch vergeben. Die Einrichtung, die die betreffende Trophäe erhalten wird, sie befindet sich
in einer kleinen Stadt in Mitteldeutschland mit einem ganz besonderen Schaufenster mitten im Ort. Ein zweiter Platz der Kategorie Kita des Jahres und ein Preisgeld von 10.000 Euro geht an die Kita Güstener Spatzen in Güsten, Sachsen-Anhalt. Herzlichen Glückwunsch. Die Kleinstadt Güsten in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist seit über 150 Jahren ein wichtiger Knotenpunkt einer Eisenbahnstrecke. Eine sehenswerte Etappe auf dem Saale-Wipper-Radweg. Und sie hat eine Kita, die ebenfalls einen Besuch wert ist. Für die Kinder und Eltern sogar fast täglich. Die Kita Güstener Spatzen aus Sachsen-Anhalt belegt einen zweiten Platz in der Kategorie Kita des Jahres und darf sich über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Ein Schaufenster inmitten des Ortes zeigt, wie wichtig die Kita für die Güstener Familien ist. Die Kinder finden es toll, ihren Tag dort selbst gestalten zu können und dabei zu erfahren, dass ihre Meinung etwas zählt. Denn bei den Güstener Spatzen entscheiden die Kinder normalerweise selbst, ob sie lieber basteln, musizieren oder im Bewegungsraum toben wollen. Auch beim Ausflug in den Wald steht ihnen frei, was sie erleben. Die Angebote der Kita richten sich nicht nur an die Kinder, sondern auch an deren Eltern. Die Jury des Deutschen Kita-Preises lobte die professionelle, von Respekt geprägte Elternarbeit und das Engagement der Einrichtung für die Familien. Bemerkenswert, wie die Kinder das Kita-Leben aktiv gestalten können und wie ihre Stärken, Wünsche und Beschwerden respektiert werden, betonen die Jurymitglieder. Das Kita-Team setzt sich engagiert dafür ein, dass Kinderrechte nicht nur in der Kita, sondern auch in den Elternhäusern und im Umfeld der Einrichtung verwirklicht werden. Das Team hat sowohl an die Kita als auch an sich selbst einen hohen Qualitätsanspruch. Das Feedback der Kinder und Eltern wird systematisch eingeholt, reflektiert und genutzt, um sich immer weiterzuentwickeln. Das ist preiswürdig, sagt die Jury. Herzlichen Glückwunsch an die Güstener Spatzen. Jetzt haben wir sie alle zusammen. Die 4 Zweitplatzierten in der Kategorie Kita des Jahres. Und damit hätten wir 8 unserer insgesamt 10 Geldpreise heute Abend bereits vergeben. Und dafür gesorgt, dass quer durch die Republik schon mindestens 8 Sektkorken geknallt haben. Natürlich fehlen noch 2 Auszeichnungen. 6 Bündnisse und 6 Kitas hoffen jetzt auf die Auszeichnungen des Abends. Und natürlich sind wir unendlich gespannt. Wer wird lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres 2020? Wer Kita des Jahres 2020? Welche Initiative und welche Kindertagesstätte landen auf den mit 25.000 Euro dotierten ersten Plätzen? Bevor wir das endlich erfahren, kommen wir aber noch zu einer weiteren Auszeichnung, die wir heute Abend vergeben werden. Es gibt ja noch den Elternsonderpreis. Wer den bekommt, hat keine Jury entschieden, sondern alle Internetnutzer. Einen Monat lang konnten Sie, unsere Finalisten, in der Kategorie Kita des Jahres auf dem Internetangebot der Zeitschrift Eltern kennenlernen und für Ihren Favoriten abstimmen. Der Elternsonderpreis. Im Rahmen eines Online-Votings konnten alle Interessierten unter www.eltern.de/kita-voting die 10 diesjährigen Kita-Finalisten kennenlernen und ihren Favoriten auswählen. Die Kita mit den meisten Stimmen wird mit dem Elternsonderpreis ausgezeichnet. Sie erhält neben einer Trophäe im Laufe eines Jahres 4 Überraschungspakete mit Kinderbüchern, zusammengestellt von der Redaktion des Magazins Eltern. In kurzer Zeit entsteht so eine Bibliothek mit Klassikern und Neuerscheinungen, die zum Blättern, Vorlesen und zu ersten Leseübungen einladen. Der Preis wird von Rosa Wetscher vom Elternmagazin verkündet. Jetzt kommt der Elternsonderpreis. Eltern ist zum 3. Mal dabei als Partner beim Deutschen Kita-Preis. Unsere Leser und User stimmen über den Elternsonderpreis ab. Kitas, wichtiger und wertvoller denn je, wir alle spüren das. Wichtig und wertvoll, das trifft auch auf Lesen und Vorlesen zu. Deshalb ist der Elternsonderpreis der Leseschatz. 4x20 Bücher kommen in die Gewinnerkita. Dieses Mal geht der Elternsonderpreis nach Niedersachsen, nach Aurich, in die Pinguin-Kindertagesstätte Aurich. Herzlichen Glückwunsch! Gratulation! Jetzt steht der nächste Höhepunkt des Abends bevor. Wir heben den Vorhang.
Wir bringen den Spot in Position. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken werden wir es erfahren. Welche Initiative belegt den ersten Platz in unserer Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres? Wo in Deutschland kann man sich über 25.000 Euro freuen? Wo ist denn der Name? Ich meine, die Antwort kommt natürlich aus dem Schloss Bellevue. Diesen Preisträger darf die Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung verkünden. Hier ist Elke Büdenbender. Sie haben gerade bemerkenswerte, zweitplatzierte Bündnisse und Kitas gesehen. Nun wird es aber richtig spannend, denn wir kommen zum ersten Hauptpreis des heutigen Abends, zum erstplatzierten lokalen Bündnis für frühe Bildung des Jahres. Eine Initiative im Finale hat die Jury nämlich besonders überzeugt, weil sie bekräftigend in den Sozialraum hineinwirkt, weil sie Herausforderungen sehr konkret anpackt und weil sie ihren Stadtteil so zu einem besseren Ort macht. Sie alle wollen jetzt natürlich unbedingt wissen, wo dieser Ort wohl ist. Ich kann Ihnen sagen, er liegt in einem südlichen Bundesland, an einem Fluss und auf sieben Hügeln, weshalb er auch das fränkische Rom genannt wird. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, der erste Platz der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres und das Preisgeld von 25.000 Euro gehen ins bayerische Bamberg an das Bündnis aus der Gereuth für die Gereuth. Ganz herzlichen Glückwunsch! Die oberfränkische Stadt Bamberg ist bekannt für ihre historischen Brauereien und ihre mit dem Weltkulturerbe ausgezeichnete Altstadt. Nun geht eine weitere Auszeichnung ausgerechnet in einen Stadtteil, der bisher vor allem durch seine sozialen Herausforderungen bekannt war, in die Gereuth. Die dort wirkende Initiative Aus der Gereuth für die Gereuth belegt den ersten Platz in der Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres und darf sich über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen. In dem Bündnis setzen sich unter der Initiative der Kita St. Gisela und dem örtlichen Jugendtreff Basket Hall ehrenamtliche und Beratungsstellen erfolgreich dafür ein, dass die Gereuth ein lebendiger und lebenswerter Stadtteil Bambergs ist. Sie sorgen mit Festen und Gemeinschaftsaktionen dafür, dass sich die Menschen vor Ort kennenlernen, ihre Ideen für den Stadtteil einbringen und diese auch selbst umsetzen. Vor allem die Wünsche der Kinder werden gehört. Daraus entstehen Projekte wie das Kinderturnen, die wöchentliche Müllsammelaktion oder Hochbeete, die die Kinder hegen und pflegen. Die Jury ist beeindruckt, wie es dem Bündnis gelingt, die Menschen zu aktivieren, wie es die Bewohner eines heterogenen Stadtteils zusammenwachsen lässt und miteinander in Aktion bringt. Herausforderungen werden gemeinsam mit den Menschen vor Ort angepackt und in konkreten Aktionen umgesetzt. Die Juroren und Jurorinnen loben vor allem die Kindorientierung. Angebote werden nicht für, sondern mit den Kindern gestaltet und so ihre Potenziale und ihre Selbstwirksamkeit gefördert. Das Bündnis sieht die Ressourcen aller Bewohner und zeigt ihnen, dass sie selbst etwas bewegen können. Dieses gemeinschaftliche Engagement stärkt die Identifikation der Menschen mit der Gereuth und verbessert Stück für Stück das Image des Stadtteils. Herzlichen Glückwunsch an das erstplatzierte Bündnis des Jahres aus Bamberg. Herzlichen Glückwunsch nach Bamberg auch von mir. Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen, auch außerhalb von Krisenzeiten, an einem Strang ziehen, um ihre und unsere Welt ein bisschen besser zu machen. So, einen Preis hätten wir aber ja noch. Einen Preis und sechs hervorragende Kitas. Alle sechs werden sich jetzt fragen, kann es wirklich sein? Werden wir womöglich die Kita des Jahres 2020? Erhalten wir 25.000 Euro? Meine Damen und Herren, liebe Fachkräfte in den Finalisten-Kitas, jetzt. Fast sechs Wochen später als ursprünglich geplant, werden wir endlich erfahren, wo die Kita des Jahres 2020 steht. Der erste Platz in der Kategorie Kita des Jahres. Und 25.000 Euro gehen an eine Kita, die unsere Bundesfamilienministerin kennt. Hier ist Frau Dr. Franziska Giffey.
Jetzt kommt der große Moment, denn die große Frage des Abends ist noch offen. Wo steht die Kita des Jahres 2020? Welche Kita erhält die 25.000 Euro? Ich weiß, dass die Kinder in der betreffenden Einrichtung kreativ werden und sich nach Herzenslust austoben können. Das hat auch unsere Jury überzeugt. Unsere Jury nennt die Kita des Jahres 2020 einen gemeinsamen Lebensort, den Erwachsene und Kinder zusammen so gestalten, dass sie sich jeden Tag in der Kita und miteinander wohlfühlen. Zudem weiß ich, dass sich die Kita des Jahres 2020 im hohen Norden befindet. Meine Damen und Herren, die Kita des Jahres 2020 steht in Ostfriesland. 25.000 Euro gehen an die Pinguin-Kindertagesstätte in Aurich. Herzlichen Glückwunsch. In Aurich wohnen rund 40.000 Menschen und die wurden lange Zeit von der Zahl 2 heimgesucht. Aurich ist die zweitgrößte Stadt in Ostfriesland. Hier steht die zweithöchste Windmühle dieser Region. Doch jetzt hat die 2 hier lange genug regiert. Denn ab sofort findet man hier, Trommelwirbel bitte, die erstplatzierte Kita beim diesjährigen Deutschen Kita-Preis. 25.000 Euro gehen an die Pinguin-Kindertagesstätte in Aurich, die Kita des Jahres 2020. Diese Einrichtung aus Niedersachsen ist ein ganz besonderer Ort für Groß und Klein. Fantasie, Kreativität und Neugier sind die Zutaten, mit denen hier Fachkräfte und Kinder besondere Erlebnisse kreieren. Die verschiedenen Bereiche der Kita sind so gestaltet, dass sie den Kindern ein Maximum an Inspiration mitgeben, damit Träume und Ideen wahr werden und drängende Fragen erforscht werden können. Wichtig ist den Aurichern, dass alles im richtigen Rhythmus passiert, denn der hilft zum Beispiel beim Sprechenlernen. Auch in der Musikgruppe darf jedes Kind seinen eigenen Rhythmus finden und andere damit inspirieren. Die Fachkräfte bleiben gemeinsam mit den Kindern neugierig und lassen sich von ihnen neue Wege zeigen. Das blieb auch der Jury nicht verborgen. Sie lobt, dass sich hier auch die Fachkräfte, der Träger und die Eltern als Lernende verstehen. Der Jury zufolge ist der Raum für Kinder, eigene Anliegen und Wünsche zu äußern, hier weit geöffnet. Sie erleben, dass sie mit ihren Ideen ernst genommen werden und etwas bewirken können. In der Kita wird ein partizipatives Miteinander in herausragender Weise gelebt, so die Juroren und Jurorinnen. Die Jury ist auch beeindruckt von der Feinfühligkeit, mit der die Fachkräfte auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, denn das passiert auf sehr individuelle Weise. Ihnen gelingt es beispielhaft, die Jungen und Mädchen ungestört spielen zu lassen und sie dennoch als Impulsgeber bei der Welt- und Lebenserkundung zu begleiten. Wir gratulieren der Kita des Jahres 2020, der Kindertagesstätte Pinguin aus Aurich. Auch von mir ganz herzlichen Glückwunsch an die Pinguin-Kindertagesstätte in Aurich. Ihr seid die Kita des Jahres 2020. Ich bin mir sicher, dass gerade ganz Ostfriesland Kopf steht. 2 Dinge folgen noch. Wie erhalten die Preisträger des heutigen Abends eigentlich diese schöne Trophäe? Und ich habe so das Gefühl, es gibt dann noch eine schöne Überraschung. Das kann die Bundesfamilienministerin aufklären. Wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss. Und zu einer Auszeichnung gehört natürlich auch eine Trophäe. Die können wir Ihnen heute leider nicht digital zukommen lassen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, denn es gibt mir die Möglichkeit, Ihnen allen Ihren Preis persönlich zu überreichen. Ich lade Sie nämlich ein, am 1. Oktober zu mir ins Bundesfamilienministerium nach Berlin zu kommen. Dann erhalten Sie Ihre Trophäe und ich kann vielleicht noch etwas mehr über Ihre herausragende Arbeit erfahren. Ich freue mich schon darauf. Und für die Bündnisse und Kitas, die heute keine Auszeichnung erhalten haben, für Sie haben wir noch eine kleine Überraschung. Aus über 1500 Bewerbungen haben Sie es unter die Besten der Besten geschafft. Auch Ihre Arbeit soll Vorbild für viele andere in unserem Land sein. Auch Ihnen gebührt unser Dank für Ihren Einsatz. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr entschieden, Ihre Arbeit mit einem Geldbetrag zu würdigen. Und deshalb gehen jeweils 1000 Euro an. Die Qualitätsoffensive Auf den Anfang kommt es an aus Emmendingen. Das Netzwerk Elementare Bildung inklusiv in Halberstadt.
das Perle-Netzwerk in Walsrode und der Vogelparkregion aus dem Heidekreis. Die Bündnisse Qualität vor Ort in Oberursel und Fidibus mobile inklusive Familienbildung für alle in Trier. Und in der Kategorie Kita des Jahres an die Kita Stups und Fridolin in Berlin-Spandau, die Kita Glückspilz in Brakel-Frohnhausen, die Lorenzini-Kunstkita Strese in Hamburg, den Waldkindergarten Waldfüchse in Lich und die Kita St. Bartholomäus in Saarbrücken-Klarental. Ich gratuliere allen Finalistinnen und Finalisten des Deutschen Kita-Preises 2020 von ganzem Herzen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß heute Abend. Ich grüße Sie sehr, sehr herzlich aus dem Bundesfamilienministerium. Machen Sie weiter so und bleiben Sie gesund. Ihre Franziska Giffey. Na, ist das eine Überraschung? Wir hoffen, es ist uns gelungen, allen Finalisten ein strahlendes Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und egal, ob Finalist beim Deutschen Kita-Preis oder nicht, überall in unserem Land wird in diesem Berufsfeld jeden Tag Großes geleistet. Einigen von uns ist das vielleicht auch erst in den letzten Wochen bewusst geworden. Dafür an alle Kita-Fachkräfte und ihre Unterstützer in diesem Land ein herzliches Dankeschön. Und wenn Sie auch mal als Finalist dabei sein wollen, dann ist das jetzt genau die richtige Gelegenheit dazu. Noch bis zum 15. Juli können Sie sich um den Deutschen Kita-Preis 2021 bewerben. Das Team des Deutschen Kita-Preises freut sich schon darauf, Ihre Kita oder Ihr Bündnis kennenzulernen. Ich hoffe, Sie haben heute viele spannende, beglückende und inspirierende Momente mit uns erlebt. Noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten, an alle Preisträger und einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Das war die Verkündung der Preisträger des Deutschen Kita-Preises 2020. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken unseren 20 Finalisten und allen Engagierten in und für die frühe Bildung, Betreuung und Erziehung. Machen Sie weiter so und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.